Man hat es zu tun, wenn eine Diktatur, eine Parteidiktatur wie diese so lange dauert, dass die Entmutigung groß ist, wenn so wenig oppositionelle Regungen oder offene Rede Erfolg hatten und die Gesetze doch relativ hart sind und eine Grenze so ist wie diese, hat man es zu tun mit dem Einrichten, dem Arrangieren des Menschen mit dem Alltag. Und die Macht der Gleichgültigkeit ist groß. Sie war immer schon eine Gewalt, sie ist groß, auch dort. Es ist eine physische, auch psychische, auch mentale Folge von Diktatur, diese Erschöpftheit, würde ich das Erschöpftheit nennen. Und sie ist einhergegangen mit etwas, was man Angstmache nennt. Wenn man Macht realisiert durch Angst, können die Menschen, wenn es lange dauert und kein Änderung in Sicht ist, erschöpft sein. Dieser Zustand ist da. Und wir müssen berücksichtigen, dass Deutschland seit 1933 keine pluralistische Struktur mehr hat. Es dauert lange. What is the real purpose of the Jugendweihe ceremony? Was steckt eigentlich hinter der Jugendweihzeremonie? Was ist die eigentliche Es ist ein Ritual. Es ist eine Feier der Heiden. Es ist heidnisch. Es ist auch ein bisschen Arbeiterbewegung, ein bisschen sozialistische Art, die junge Generation willkommen zu halten im Erwachsenenalter, willkommen zu heißen im Erwachsenenalter. Und es ist für die jungen Leute ein Fest. Sie sind stolz darauf, dass sie jetzt erwachsen sind. Sie werden mit sie angesprochen. Es ist ein Fest, es ist ein Einschnitt. Und gleichzeitig ist es eine Anbindung an die staatliche ideologische Struktur. Nicht an die Kirche, nicht an Eppelmann, nicht an Kultur andererweise, sondern an Staat. Ob das gut geht, weiß man nicht. Ja, es ist nicht mehr der blutige, harte Terror der Stalinzeit. Aber die Kennzeichen, die ich nennen würde, ist zum Beispiel das, was Sie nennen, Säuberungen, Gulag, auch die vielen Toten, werden nicht besprochen. Ein Kennzeichen dieser posttotalitären Situation ist keine Erinnerung. Wenig Erinnerung, keine Erinnerung. Wenig beschäftigen, Unfähigkeit zu trauern, hat Mitscherlich genannt, hier auch, Unfähigkeit zu trauern. Gleichzeitig, man ist nicht sehr erfolgreich, also erfolgreich im Sinne von nicht alle Menschen glauben daran, dass diese Gesellschaft die einzig mögliche ist. Aber die Gesellschaft dauert. Sie dauert und sie wiederholt sich. Sie gibt einen, sie, die Macht ist relativ stabil. Das ist die Erfahrung. Sie ist relativ stabil, auch wenn viele Dogmen zerfallen, auch wenn vieles sich widerruft oder ändert. Es ist stabil. Und für mich ist diese Gesellschaft, so wie wir sie charakterisieren, auch ein Produkt unserer Zeit, nämlich eine mögliche, ich finde die Antwort unmöglich eher, aber eine mögliche Antwort auf die Vielfältigkeit unseres Lebens, auf die vielen Wirrnisse, Widersprüche, Reibungen, ob kriegerischer oder ökologischer oder auch sozialer Art, ist es die einfache mechanische Antwort. Und die Menschen orientieren sich daran. Und auch wenn sie es falsch finden, orientieren sie sich doch daran. Das ist für mich ein Geheimnis dieser Gesellschaft. Sie ist zwar nicht erfolgreich, aber stabil. Do you share the view, often stated in the West, that with greater economic prosperity and modernization in socialist Europe, there will be more political freedom? Sind Sie auch der Meinung, dass wenn es einen besseren Lebenszustand geben würde, dass es blöd. Cut. You understand? Yes. Okay. Do you want to answer? It's all right. Lebensstandard ist nicht alles.
wie man sagen kann, Arbeit ist nicht alles. Auch technische Entwicklung, das Hineinnehmen von wirtschaftlichen Verflechtungen sind nicht alles. Ich glaube, dass diese Gesellschaften sich nur verändern werden, wenn die Menschen, die dort leben, in der Lage sind, ihre Angst zu besiegen. Ich glaube, es ist eine mehr psychische, mehr ideelle Angelegenheit. Dann kann daraus etwas kommen, was diese Gesellschaft in Frage stellt oder verändert. Und das hängt damit zusammen, ob es auf die Fragen unserer Zeit eine andere Antwort gibt, die aber auch gültig ist, außerhalb dieser mechanisch einfachen Antwort, außerhalb der sektiererischen Antwort, außerhalb der verkürzten Kommandoantwort, ob es die gibt. Polen, Solidarność, viele Autoren, andere philosophische Bemühungen versuchen es, aber es ist ein Anfang. Das ist möglich, ist eine Möglichkeit. Wenn man so viele Jahre auf einer Einheitsstraße gegangen ist und das Denken der Menschen vielfältig ist und man so viel aufgewendet hat auch, immer nur eine Antwort zu sagen, hat man eine Sehnsucht und ist ein großer Druck da, vielfältige Antworten zuzulassen. Und man möchte diese Energie nutzen, die man genutzt hat, nur im Niederhalten dieses. Das möchte man nutzen. Das ist eine Forderung der Zeit auch, ökonomisch, politisch, sozial. Man kann nicht ständig gegen die gesamte Gesellschaft leben. Erster Punkt. Der zweite, den ich finde, ist, damit verbindet sich Hoffnung. Die große Gefahr, in der wir sind, dass Gorbatschow eine Art Kultfigur wird, alles wieder von oben erwartet wird. Ein Gucken nach oben, ist der Messias gekommen? Ja, er ist gekommen. Und das ist für mich die größte Gefahr, dass in einer Situation, wo sich die osteuropäischen Staaten, auch Diktaturen in anderen, Chile, Philippinen, verändern in demokratische Richtung, wieder etwas projiziert wird auf eine Person, noch dazu auf eine staatliche Person, die in der Vergangenheit mitverantwortlich war dafür, was schiefgegangen ist. Gleichzeitig ist Gorbatschow ein Ausdruck für eine Fraktion, die sich in Bewegung setzen will. Aber die Gefahr, die ich sehe, ist, dass die Menschen warten und nicht selbst handeln. Und dieses Warten wird mit sich bringen, dass auch Gorbatschow scheitern wird. Diese Richtung kann nur sich durchsetzen, wenn sie gesellschaftliche Antworten findet. Wenn sie, sagen wir, von unten getragen wird und wenn überraschende neue Möglichkeiten entstehen. Und der dritte Aspekt ist, dass dieses Starren auf einen Führer, der vielleicht gut ist, mit sich bringt, das Authentische der demokratischen Opposition zu schwächen und, sagen wir, quasi eine offizielle Antwort auf die Menschenrechtsforderungen zu bringen und sie damit zu entschärfen. Will Gorbatschowism liberate the people of socialist Europe? In der Antwort mit enthalten, die ich gegeben habe, er kann es auf keinen Fall, sie müssen sich selbst befreien.